Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Postapokalypse. Saison 62 mittlerweile, bei mittelstark kontaminiertem Regen. Wassersituation ist relativ zufriedenstellend, muss ich sagen. Ich habe auch hier nebenbei bemerkt, in der Zwischenzeit nochmal einen weiteren Regenspeicher gebaut und habe sogar nochmal einen weiteren in Auftrag gegeben. Ich denke mal, das habe ich halt auch ein bisschen übersehen, muss ich sagen, denn die Dinger brauchen halt auch kein... keine Arbeitskraft in dem Sinne, sondern die sammeln ja einfach nur Regen. Mehr tun sie ja nicht. Und solange wir keinen kontaminierten Regen haben, ist das, glaube ich, schon auch relativ ergiebig. Nahrungsmittelsituation sollte langsam besser werden, wenn wir uns hier drüben mal kurz die Felder anschauen. Also da tut sich ja mittlerweile einiges. Das geht voran. Ich habe auch insgesamt den Feldern, also den Bauern einfach noch mal ein bisschen mehr Arbeitskraft zugeteilt. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder 3 Siedler frei. Dann packen wir die auch direkt zu den Bauern. Weil insgesamt 36 ist natürlich schon eine ganze Menge. Und bislang hatte ich denen auch immer viel zu wenig zugeteilt. Meiner Meinung nach. Können wir sonst noch irgendwo was reinballern? Oh, Holz. Was ist denn mit den Förstern los? Die waren doch auch mal 8 von 8. Ah, da muss man vielleicht noch mal so ein bisschen umdisponieren. Dann nehmen wir doch noch mal einen Bauern raus. Haben wir immer noch 20 Stück und bauen hier nochmal einen Förster rein. So, was macht die Forschung? Sieht gut aus. Okay, hier ist alles gefüllt und jetzt läuft hier die Forschung. Geht voran. Das heißt, die Raffinerie sollte demnächst irgendwann mal erforscht sein. Ich habe auch direkt nochmal eine weitere Expedition losgeschickt, denn das lohnt sich halt einfach und ich finde es auch relativ schnucklig gemacht. Die sind schon hier drüben relativ weit fortgeschritten und die schauen sich dann mal hier drüben eins der Gewächshäuser an. Denn weil bislang also die Saatgutauswahl ist ja wirklich mehr als überschaubar. Und das möchte ich ganz gerne mal ändern. Die nächsten Saisons, da haben wir dann wieder keinen Regen, dann haben wir wieder eine Dürre, dann haben wir kontaminiert Mittel, dann wieder keinen Regen und erst in Saison 67 haben wir dann mal wieder schwach kontaminierten Regen. Und danach wieder hochkontaminiert. Also die Wetterprognosen sind aktuell wirklich mies, muss man sagen. Alles andere als gut. Okay, ich habe auch die Expeditionsgruppe ein bisschen kleiner gemacht. Die sind diesmal nur zu dritt unterwegs. Bislang waren sie immer zu viert unterwegs. Und ich habe ihnen auch insgesamt einfach ein bisschen weniger Rationen mitgegeben, damit die Vorbereitung einfach nicht so lange dauert und nicht so viele Siedler weg sind. Und ich denke mal, für so ein Gewächshaus wird das so reichen, eine kleine Gruppe. Wahrscheinlich kann man auch zu zweit losgehen. Aber ich möchte dann doch ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Okay, dann schauen wir mal. Die sind angekommen. Ziel erreicht. Okay, ach, die Funken sozusagen. Okay. Gibt nicht viel zu sehen. Zerbrochenes Glas hier und da, Schutt und ein altes Metallgerüst. Hat dieser Speer einen Witz gemacht. Da werden wir schon ein bisschen was finden, also keine Sorge. Macht schon rein da. Zertrümmerte Töpfe, Pflanzkübel und Eimer. Belüftungssystem. Tralala, fortfahren. Okay, Zusatzteile. Wir schauen uns alles an. Das wird wahrscheinlich nicht allzu viel geben hier. Wobei ich mir schon halt ein bisschen Saatgut erwarten würde. Nichts. Doppelter Boden. Vakuumdicht verpackt und hat nur darauf gewartet. Ein Plastikbehälter voller Gras. Oh Mann. Ja, ist wahrscheinlich auch gut für die... Naja, Hanf. Moment mal, das gab es doch auch irgendwie in der Forschung. Man kann auf jeden Fall... Ich glaube, das ist eine Alternative zur Stoffproduktion. Okay. Und Plastik, das war alles. Und ich glaube, mehr gibt es hier gar nicht, oder? Forschungsutensilien, das ist natürlich schon ganz gut. Das brauchen wir halt auch eigentlich immer. Scheiße, das war schon, oder? Mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Da hätte ich auch einen hinschicken können. Ah, kein Saatgut. Aber okay, so ein kaputtes Gewächshaus, was hier schon seit wahrscheinlich 200 Jahren rumsteht. Ja, da ist halt nicht mehr drin. Vollpacken. Und ab nach Hause. Gute Heimreise. Ja, okay, ärgerlich. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Gut, dann werden wir die aber auch zeitnah direkt wieder losschicken, wenn die zurückkommen. Was haben wir denn hier noch an Expedition, beziehungsweise was hatten wir denn noch so ausgekundschaftet? Die Hausruine. Also es gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar mehr Gewächshäuser. Das ist schon auch ein bisschen merkwürdig, ne?
Vielleicht sollte man, ja, wobei man kann immer nur eine Mission, eine Expedition gleichzeitig losschicken, ne? Ja, aber den finde ich eigentlich mit fast am interessantesten. Also da auf jeden Fall wieder eine Vierergruppe losschicken mit ordentlich Rationen, dann kommen wir da, glaube ich, ganz gut durch. Den finde ich schon mit am interessantesten hier. Ja, der Rest. Viele Ruinen natürlich. Da wäre nochmal ein Gewächshaus. Auch schwer zu sagen, aber das ist einfach auch irgendwie. Ja, eine Ortschaft halt, würde ich sagen. Das war wohl mal eine Siedlung. Nochmal ein Gewächshaus. Also irgendeines dieser Gewächshäuser wird wahrscheinlich schon Saatgut beinhalten, vermute ich mal, ne? Sollen wir da auch gleich mal einen Kundschafter hinschicken? Ich glaube schon. Okay, gut, das wäre einmal erledigt. Dann lassen wir es einmal Tag werden, würde ich sagen, dass man hier ein bisschen was sieht. Ist ja doch auch relativ gewachsen, die Siedlung hier, muss man sagen. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Und dann würde ich aber tatsächlich vielleicht nochmal insgesamt ein bisschen über die Nahrungsmittelsituation nachdenken. Also richtig hoch geht's halt dann doch nicht. Und ich hätte schon gerne bei beiden Sachen halt einfach die Tendenz mal ein bisschen steigender einfach. Es geht mir alles ein bisschen zu langsam. Plantage. Da tut sich was. Hier haben wir Paprika. Hier wird geerntet. Das ist schon abgeerntet, wird gerade wieder ausgesät. Naja, okay. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wo wir schon lange nicht mehr dran waren, ist hier unser Hauptlager quasi, der befestigte Bus. Den müssten wir doch eigentlich auch noch mal ein bisschen ausbauen können, oder? Zu Siedlungszentrum ausbauen. Haben wir die Ressourcen dafür? Na, nicht wirklich. Holz. Es mangelt tatsächlich eher am Holz. Müssen wir auch gleich nochmal schauen. Aber ich würde das trotzdem hier mal machen, glaube ich. Kann ja nicht schaden. Was machen die Holzfäller? Försterhütte. Bisschen mehr Arbeitskraft. Aber ich fürchte fast, bei der jetzigen Produktion. Weil hier wird ja nichts mehr verbraucht an Holz aktuell. Ich fürchte fast, wir müssen nochmal einen weiteren Förster bauen. Kommen wir, glaube ich, auch nicht drum rum. Zugeteilt ist zwar aktuell nicht ganz das Maximum. Da würde ich auch nochmal ein bisschen umbauen. Sanitäter, solange keine Krankheit hier unterwegs ist, packen wir hier nochmal einen weiteren Förster rein. Aber ich fürchte, werden wir auch nicht drum rum kommen. Ja, bauen wir nochmal einen weiteren Förster. Hilft ja nichts. Ressourcen. Försterhütte. Ja. Lass mal die alle einfach auf einen Haufen, oder? Das passt schon. Die haben ja auch keine. Doch, die haben tatsächlich auch negative Auswirkungen. Macht aber nichts. Setzen wir hier hinten dran. Und der kriegt dann einfach. Wollen wir hier drüben vielleicht nochmal eine Fläche abholzen, würde ich sagen. Und hier wird auch wirklich nur abgeholzt dann. So, aber die müssen das Ding hier erstmal fertig bauen. Okay. Gut. Anzahl Bevölkerung 118 mittlerweile. Hier sind wieder ein paar erwachsen geworden und hier haben wir auch schon den nächsten in der Pipeline. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder zwei weitere Arbeitskräfte. Teilen wir nochmal einen Baumeister ein. Und hier schon mal den nächsten Förster dazu nehmen. Ruine erkundet, Gewächshaus. Darin wachsen noch einige Pflanzen. Ah, okay. Da wachsen also noch Pflanzen. Da ist wahrscheinlich die Chance auf Saatgut tatsächlich ein bisschen höher, könnte ich mir vorstellen. Na schön, haben wir sonst irgendwelche ernsthaften Engpässe? Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Plastik, das war lange Zeit auf Anschlag, ist jetzt aber doch ein bisschen runtergegangen. Fängt sich aber wieder einigermaßen. Metall, das ist ja sehr zufriedenstellend. Stoff ist auch wirklich sehr zufriedenstellend. Wir haben hier unten keine roten Meldungen. Also Strahlenschutzanzüge und Co. sind in ausreichender Zahl vorhanden. Wir haben hier drüben sogar reichhaltige Nahrung, verschiedene Nahrungsmittel. Fast die höchste Stufe. Zuversicht, oh, sehr gut. Da sind wir jetzt auch mal auf der nächsten Stufe gelandet. Hier höhere Effizienz, neugeborene Siedler leben länger. Das ist fast das Maximum. Okay, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber okay, wir kratzen dran. Das ist gar nicht so schlecht. Also damit kann man, glaube ich, schon relativ zufrieden sein. Forschungspunkte, Wissen. Haben wir leider nur einen zur Verfügung aktuell. Aber irgendwas mit dem Wasser, ich krieg's kaum über zweieinhalb.
Da muss ich mir noch mal ein bisschen was einfallen lassen. Gut, es regnet natürlich aktuell auch nicht. Ja, und der verdammte See ist natürlich auch schon wieder ausgetrocknet. Das heißt, jetzt aktuell helfen tatsächlich nur die Brunnen. Ich würde tatsächlich auch noch mal einen weiteren Brunnen bauen. Halte ich für nicht so doof, ehrlich gesagt. Und die können ja auch noch ausgebaut werden, wenn wir dann mal Elektrizität haben. Müssen wir auch gleich nochmal schauen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die nicht zu nah aneinander setzen, sonst. Ah, da habe ich ja auch den Fehler gemacht. Deswegen haben die hier nur 80% Effizienz. Okay. Was aber jetzt auch nicht so schlimm ist, denke ich mal. Aber. Ja, die muss man halt einfach doch mit ein bisschen Abstand bauen. Stellen wir hier nochmal einen hin. Okay. Dann gehen wir hier nochmal in die Siedler hinein. Da brauchen wir dann sowieso nochmal einen weiteren Brunnenwart. Bewässerer haben wir beide zugeteilt. Den Rest würde ich, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Und die Expedition kommt ja auch zurück. Ja, passt schon. Okay, lass mal nochmal ein bisschen schneller laufen, damit sich einfach hier mal die Vorräte wieder auffüllen. Was macht die Forschung? So gut wie fertig. Okay, sehr cool. Die Raffinerie, das wird auch einiges ändern, denke ich. Steht hier irgendwo dabei, wie lange das benötigt noch? Na gut, der blaue Balken muss halt noch voll werden. Was könnte man dann als nächstes nehmen? Abbau von Kohle. Erscheint mir auch relativ sinnvoll zu sein. Dann geht das nämlich nicht aufs Holz. Dann hätte ich mir vielleicht sogar den Heini sparen können. Nahrung und Wohnraum, da haben wir halt noch kaum was gemacht. Stabile Hütte wäre sicherlich auch nicht so doof. Verbesserter Funkmast, was bringt mir der denn eigentlich? Ah, da kann man Händler kontaktieren. Ha, vielleicht sollte man tatsächlich auch mal in den Handel gehen, ha? Muss man das erst erforschen, den Händler? Logistik? Ausgebautes Lagerhaus? Kann das sein, dass wir den gar nicht erforschen müssen und ich hätte den schon längst bauen können? Elektronik sollte ich erforschen, glaube ich, oder? Weil dann kommen wir hier nämlich mal in diesen Pfad hinein. Aber jetzt warten wir erstmal noch mal ganz kurz. Moment, einmal normale Geschwindigkeit bitte. Schauen wir uns gerade mal hier die Sache mit dem Händler an. Oh, vielleicht hätte ich den auch schon längst bauen können. Logistik. Markt ist es nicht. Handelsposten. Scheiße, das hätte ich längst machen sollen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch, oh, wir haben wieder Krankheit im Start, dass wir dadurch halt auch Saatgut bekommen könnten zum Beispiel. Wo stellen wir den denn hin? Hier würde er eigentlich ganz gut reinpassen. Ja, machen wir. Okay. Gut, jetzt haben wir wieder Krankheit am Start. Das heißt, ich würde auch die Anzahl der Sanitäter wieder ein bisschen hochdrehen. Kein Regen aktuell, Dürre. Nehmen wir nochmal einen Wasserträger hier raus. Und vielleicht nochmal Förster würde ich drin lassen. Schrottsammler können wir, glaube ich, ein bisschen. Da sind wir momentan ganz gut aufgestellt. Wo sind die Schrottsammler? Dun, 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 dun. Hier, nehmen wir 10 mal 2 ab. Maximale Anzahl an Sanitätern. Und hier nochmal maximale Anzahl an Brunnenwärtern. So, die Krankheit ist wieder am Start. Aber erfahrungsgemäß, naja, ihr wisst ja Bescheid. Die gehen jetzt alle einmal zum Sanitätshaus, lassen sich heilen. Und danach sind wir wieder gut aufgestellt. Was haben wir hier für ein Symbol? Niedrige Wasserreserven. Naja, okay, gut. 1500, 1600. Solange es nicht drastisch unter die 1000 geht, werde ich erstmal nicht wirklich nervös. Wir haben halt jetzt auch kontaminierten Regen. Das heißt, die Regenspeicher sind jetzt auch abgedeckt. Ja, das passt schon. Kein Regen in der nächsten Saison. Danach schwach kontaminierten Regen. Aber dass wir gar keinen kontaminierten Regen haben, das sieht man jetzt hier auch einfach in den nächsten Saisons, wird nicht passieren. Das ist ärgerlich. Okay. Krankheit ist soweit schon wieder fast besiegt. Und die Technologie ist fertig.
Okay, das bedeutet, wir können endlich. Wo war er? Die Raffinerie bauen. Standort Attraktivität minus 8. Braucht auch einen Sondierer und ist ein ziemlich fettes Gerät. Wo stellen wir den hin? Ja, hier unten, ne? Hier kommen so die etwas größeren Bauwerke hin. Zack. So. Dann hätte ich gerne einen weiteren Baumeister. Kriegen wir die Dinger hier in dieser Folge noch fertiggestellt? Wenn wir es schneller laufen lassen. Holz, Schrott. Okay, das ist alles relativ günstig. Das sollte relativ flott vonstatten gehen. Und der hier, ja, geht aber auch, ist überschaubar. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Also hier kann man ja dann alle drei Ressourcen, also Plastik, Eisen, beziehungsweise Metall und Stoff und dann eben auch Elektronik, sobald man das erforscht hat, in diesem einen Gebäude herstellen. Ich lasse das einfach mal schneller laufen. Und vielleicht, jetzt schauen wir hier nochmal rein. Wir müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen. Also ich muss eine Entscheidung treffen. Ah, was nehmen wir denn? Die Handweberei. Wahrscheinlich ist das auch nicht so doof, aber Kohleabbau erspart uns Holz und ist relativ günstig. Aber ich würde tatsächlich gerne mal in die Elektrizität gehen, weil das fördert ja auch, das macht ja alles effizienter. Alles, was irgendwie halt an einem Stromnetz angeschlossen ist. Ist, glaube ich, nicht so doof. Geh mal in die Elektronik rein, langsam. Das finde ich eigentlich relativ interessant. Ja. Das geht schon klar. So, sehr schön. Da haben wir jetzt eine Forschung laufen. Dann teilen wir hier nochmal einen Baumeister zu. Und dann haben wir auch gleich sehr coole neue Gebäude. Noch ein Baumeister, damit das hier ein bisschen schneller geht. So. Das Ding ist schon fertig. Okay, Moment, Moment, Moment. Sehr schön. So, das zählt dann wahrscheinlich zu den Logistikern, oder? Logistiker? Okay, sehr gut. Verbleibende Zeit bis zur Ankunft des nächsten Händlers haben wir hier. Ein unbekannter Händler. Von einem zufälligen Händler wird unser Handelsposten besucht. Okay, durch Forschung kann ein bestimmter Händler angefordert werden. Okay, wahrscheinlich haben die Händler immer nur eine bestimmte, ja, bestimmtes Sortiment zur Auswahl. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wie schnell geht das? Kriegen wir, ja, ich glaube, den kriegen wir jetzt auch noch in dieser Folge zu sehen. Ich mache einmal hier Schnelldurchlauf. Wie geht's hier voran? Es mangelt aktuell ein bisschen am Holz. Schauen, dass wir das hier alles schön im Blick behalten, einigermaßen. Sieht aber ganz gut aus. Wasser könnte ein bisschen besser sein, aber wir haben halt aktuell einfach keinen Regen. Ja. Geht schon klar. Okay, wir haben wieder Siedler frei. Dann machen wir die gleich mal zu Wasserträgern hier. Bam, bam, bam. Fügen nochmal ein paar Bauern hinzu. Schauen, dass wir wieder Wissenspunkte generieren. Okay. Und Sanitäter würde ich auch wieder zwei abziehen. Ich glaube, für die Medizinproduktion, und wir haben ja sowieso mehr als genug, da reicht mir jetzt auch einer, solange keine Krankheit am Start ist. Techniker werden wir wieder auffüllen und einen Förster noch. So. Schauen wir mal. Händler ist gleich da. Den kriegen wir auf jeden Fall noch zu sehen. Schwach kontaminierter Regen. Okay. Dann sollten die Regenspeicher abgedeckt sein. Das ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen kontaminiert, aber ich denke doch, da wird durch der Dekontaminierungsposten dagegen wirken. Dem spendieren wir jetzt auch nochmal eine weitere Arbeitskraft. Irgendwo ziehen wir einen ab. Wo nehmen wir einen weg? Schrott. Ja, wobei, da haben wir relativ wenige. Dann vielleicht tatsächlich nochmal einen Förster abziehen. Das ist aber auch nicht gut. Nee, nee, nee. Einen Fischer nehmen wir raus. So. Okay. Handelsposten. Gleich kommt er. Die Plünderer haben jetzt auch schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Moment, gutes Stichwort. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den... Ja, komm, hier einmal Autosave. Wie sieht's denn aus mit den Munitionsvorräten? Die produzieren ja schon eine ganze Weile. Metallprojektile werden fleißig hergestellt.
Oh, was haben wir hier? Expeditionsposten. Ach, die Fertigungsgrenze. Okay, weil wir jetzt einfach so viele Rationen haben. Ja, gut. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht produzieren, weil... Nehmen wir da nochmal einen raus. Mehr würde ich nicht produzieren, glaube ich, weil... Das genügt ja auf jeden Fall. So, steht da... Ah, okay. 145 Metallprojektile von 250. Das ist nicht so schlecht. Okay, Moment. Bevor wir uns um die Händlersache kümmern, damit hier ein bisschen was vorangeht, Expeditionsfenster öffnen, dann gehen wir tatsächlich hier mal dran an diese kleine Gewächshaus-Ruine-Expedition aufstellen. Ich versuche es jetzt mal mit zwei Leuten. Olga und Emilia. Ja, ich glaube, da sind jetzt auch schon wieder einige verstorben, ne? Okay, wir schicken mal die beiden hier los. Das muss ja eigentlich genügen, oder? Für so ein Gewächshaus. Die werden natürlich trotzdem gut ausgestattet. Metallwerkzeug und Strahlenanzug. Und für die Aktionspunkte 10 Stück brauchen sie eh nicht. Aber das sollte genügen. Okay, die dürfen sich einmal vorbereiten. So. Oh, gleich ist er da. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Händler befindet sich im Landeanflug. Ernsthaft? Der hat irgendwie eine Art Fluggerät. Sieht man den auf der Karte? Wo ist er? Ich würde ihn gerne sehen. Bevorzugte Angebote. Schnaps, wir haben Schnaps. Docken mit ihren Ballons am Handelsposten an. Dort handeln sie mit Ressourcen und so weiter. Aha, mit einem Ballon wird der hier eintreffen. Ah, lassen wir uns mal überraschen. Ich sehe keinen Ballon. Ich hätte auch keinen Ballon. Warum habe ich keinen Ballon? Na, wo bleibt er? Hallo, Händler? Da ist er. Okay, cool. Lässig. Mal kurz hier ein Bildchen machen. Der Händler kommt mit dem Ballon hier angeflogen. Ich glaube es ja nicht. Okay, dann schauen wir doch mal, was der zu sagen hat. Hier läuft also jetzt ein Timer und wie handle ich jetzt mit dem? Handel vor allem. Ah, hier Angebote anzeigen. Okay. Händler. Dekontaminierungskit, Metallwerkzeug, Schnaps, Metall. Nahrung. Das sind ja unsere Sachen hier, oder? Das ist unser. Okay, das ist das Siedlungsinventar. Rusty Rudolph. Aber es wird. Naja, ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Es wird vielleicht auch einen Händler geben, die uns vielleicht auch coolere Waren anbieten. Aber okay, wir kaufen jetzt einfach mal ein bisschen was. Ein bisschen Werkzeug kann nicht schaden. Ein paar Dekontaminierungskits. Schnaps. Gut, haben wir halt selber eigentlich nicht viel, ne? Nur das, was wir gefunden haben. Ich weiß auch nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber wir kaufen mal Schnaps. Schnaps wird gekauft. Hier 25 Einheiten. Fairen Handel vorschlagen. Ah ja, okay, dann sucht er sich dasselbe raus. Nahrung hätte er gerne. Hm. Oh, geht eigentlich in Ordnung. Das sieht aktuell ziemlich gut aus hier bei uns. Ansonsten, ja, wir brauchen ja nicht wirklich was, oder? Schrott kaufe ich ihm bestimmt nicht ab. Ja, komm, das passt schon. Okay, ich würde den Handel gerne abschließen. Das wäre ein fairer Handel. Ah, hier, Handel starten. Okay. Verstehe mich nicht falsch. Er ist irgendwie nicht so 100% zufrieden, glaube ich. Beziehungsweise muss man fliegen. Ja, das geht schon in Ordnung. Ist ein fairer Handel für beide Seiten. Okay. Gut. Ja. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht, ne? Also ich hatte... Aber wer weiß, das war jetzt der erste Händler. Vielleicht wird sein Angebot auch noch besser, wenn sich der Ruf verbessert und so weiter. Und es gibt ja scheinbar noch ein paar weitere Händler. Von daher passt das schon. Okay, was können wir sonst noch tun? Ah, das sieht aber sehr gut aus. Wasser hat sich richtig stabilisiert und ich glaube, die ganze Ackerwirtschaft, das hat sich jetzt auch langsam mal ausbezahlt. Und halt auch die Tatsache, dass ich einfach wesentlich mehr Bauern zugewiesen habe. War keine so schlechte Idee.
Was macht die Expedition? Forscher versammeln sich. Okay, ich denke, das werden wir einfach in der nächsten Folge dann machen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es einfach aktuell nicht wirklich was zu tun. Das können wir alles so stehen lassen. Durchschnittliche Verstrahlung ist quasi bei Null ausgezeichnet. Durchschnittliche Gesundheit fast bei Maximum. Bei den Ressourcen sieht es ganz gut aus, bis aufs Holz. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Wenn wir dann halt zum Beispiel auch die Kohlemine erforscht haben, wird sich das alles komplett verändern. Und ich würde vielleicht für den Moment nochmal einen weiteren Förster zuweisen. Kriegen wir das Ding vielleicht noch schnell hochgezogen? Holz ist voll. Schrott. Gut, hätte ich jetzt was kaufen können. Ja, ich glaube, das machen wir noch schnell. Okay, sehr schön. Raffinerie ist fertiggestellt. So, ich habe jetzt hier eine Arbeitskraft drin. Dann würde ich sagen, hier wird alles drei gefertigt. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal drei von den Recyclern außer Betrieb und packen die Arbeitskraft in die Raffinerie hinein. Zwei. Machen wir noch einen und dann können wir die Dinger auch wegreißen. Okay. Drei Recycler stillgelegt. Ist die Arbeitskraft jetzt automatisch hier reingewandert? Ja. Das sieht gut aus. Baumeister brauchen wir aktuell nicht. Wir ziehen mal zwei ab. Ich denke, auf einen Wasserträger können wir tatsächlich auch verzichten. Den Rest würde ich so lassen. Und dann hauen wir die aber trotzdem, die Sondierer, hauen wir hier mal rein. Dann haben wir zumindest mal 10 Stück. Hier befinden sich jetzt 6 von 16. Okay. Produzieren die jetzt schon? Aha, hier kann man jeweils immer das Ding pausieren. Limits festlegen, würde ich tatsächlich erstmal alles auch ein bisschen hochdrehen. So, da kommen die Heinis angelaufen. Und jetzt geht die Produktion los. Ausgezeichnet. Ja, das ist ja wunderbar. Das spart uns Platz. Wir haben alles schön ein All-in-One-Gerät sozusagen hier. In Form der Raffinerie, das ist ja super. Und ich denke, wir können jetzt eigentlich schon dazu übergehen, hier die Recycler schon mal wegzureißen. Zumindest schon mal 3 Stück. Abreißen. Und wo war der dritte hier? Den nehmen wir auch noch weg. Was haben die eigentlich? Die haben alle Stoff produziert, kann sein. Ne, ist egal, das passt schon. Die drei reißen wir mal weg. Vielleicht können wir dann tatsächlich irgendwie den Platz hier auch ein bisschen sinnvoller verwenden, nochmal ein bisschen was umbauen oder so. Schauen wir mal. Ah, sieh mal eine an. Okay, das prügeln wir jetzt auch noch schnell durch. Machen wir ein bisschen längere Folge heute. Im Schnelldurchlauf. Pflanzen gefunden. Wir schauen uns die Pflanzen an. Okay, was haben wir? Typ Joint. Also, okay, aber diesmal auch Hanfsaat. Okay. Also scheinbar haben die nur Hanf angebaut in diesen Gewächshäusern. Okay, interessant. Hier kann man auch den Rahmen untersuchen. Hier gibt sich ein bisschen Schrott und ein bisschen Metall. Zerstörtes Gewächshaus. Mehr, das war's schon, ne? Okay. Ja. Na gut, wir haben Hanfsamen. Wie gesagt, ich glaube, Hanf ist halt tatsächlich auch eine Alternative zum Stoff. Oder halt eine andere Quelle für Stoff, vermute ich mal. Den Samen hat er hoffentlich eingepackt. Ein paar Joints nehmen wir mit. Ja, okay, passt schon. Einpacken und zurückkehren. Gute Heimreise. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Nächste Expedition, da schicken wir sie dann auf jeden Fall mal zu diesem Atomkraftwerk. Könnte mir vorstellen, dass es da einiges zu entdecken gibt. Aber ansonsten würde ich sagen, der Laden läuft. Alles wunderbar. Saison 68 mittlerweile. Und ich wüsste nicht, was uns jetzt noch wirklich aus der Bahn werfen könnte und wirklich mal richtig in den Grundfesten erschüttern könnte. Selbst wenn die Plünderer kommen, ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Na schön, das soll es gewesen sein für den Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.